Ganz herzlich begrüße ich euch zu diesem Abendgebet am Heiligen Abend aus Maria Laach. Endlich ist es erfüllt. Wir sind am Ziel angelangt und etwas Neues kann losgehen. Bei Lukas heißt es: Es geschah, als Maria und Josef dort waren, da erfüllten sich die Tage, da Maria gebären sollte. Das Wort Erfüllung ist hier ganz wichtig. Es wird etwas voll, es wird etwas rund. Etwas, was sich angekündigt hat, kommt nun zum Vorschein, nämlich das Jesuskind. Gott hat in jeden von uns auch etwas hineingelegt, was er möchte, dass es sich an uns erfüllt. Ein Stück weit liegt es aber auch an uns, ob das, was Gott uns geschenkt hat, erfüllt werden kann, ob wir es zulassen, dass es an uns geschieht. Maria hat ihr Ja gesagt und Jesus konnte zur Welt kommen. Dieses Weihnachtsfest lädt auch uns ein, unser Ja zu sagen zu dem, was Jesus uns geschenkt hat, uns ins Herz gelegt hat, über unser Leben geschrieben hat. Sagen wir an diesem Abend Ja zu dem, was Gott uns schenkt, damit auch unser Leben zur Erfüllung kommt. Lasst uns diesen heiligen Abend mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, in Jesus Christus hast du dein Heilswillen an uns, an der ganzen Welt erfüllt. Maria hat ihr Ja gesprochen und so bitten wir dich, dass auch wir unser Ja sprechen können. Führe uns durch diese heilige Nacht, damit wir morgen am Weihnachtsfest unser Ja vortragen können in die neue Zeit hinein, die du uns nach Weihnachten schenkst. Und lass auch an uns erfüllt werden, was du verheißen hast. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Nacht.